De facto. Natürlich wird das Netz wieder auf die Höhe von 2 Meter zurückjustiert. Die beiden Linienrichter Richard Meyerhans und Pascal Bournary übernehmen das. Wie erwähnt, die Damen spielen auf eine Höhe von 1,90 Meter und die Herren über 2 Meter. Zwischenapplaus für die beiden Linienrichter. Danke, Richi und Cyril. Und ich bekomme das offizielle Zeichen von Josef Angulfato, IFA-Delegierter. Die Teams machen sich bereit für den Einmarsch. Die Musik erklingt. Und der deutsche Schiedsrichter Mike Braune führt seine Partie hier auf den Center Court, unterstützt an der Linie von Lukas Back und Freddy Steingruber. Bitte zuerst bereitstellen. Begrüßen wir natürlich die beiden Teams um das Spiel um die bronzene Auszeichnung. Gleiche Partie, anderes Geschlecht. Wir begrüßen bei uns, warmly welcome for the Team United States Under 18 der Männer. With number one, we have Shane Malstad. With number two, Matt Burns. And with number three, Tommy Jankowski. Number four, Ryan Landman. Number five, Ryan Baumbusch. And number six, Dylan Pissy. And number seven, Anish Sood. Trainer, we have Steve Gruber. Co-Trainer Steve Grossmann and also Betreuerin aus der Schweiz Miriam Wertmüller. Please stand up for the national anthem of United States of America. Mit der Nummer 1, TSV Jona, Philipp Krebser. Elkettenhaus, Nummer 3, Pascal Kupper. Aus Neuendorf, mit seinen Fans hier, Nummer 4, Björn Haller. Nummer 5, Faustball Wiedenau, Jan Kunz.
mit der Nummer 6 aus Rivi, Markus Butcher. Nummer 7, Elk Mattis Bart. Nummer 8, ebenfalls aus Elgettenhausen, Leon Heitz. Wir bleiben bei Elk. Nummer 10, der Captain der Schweiz, Rico Strassmann. Aus Tös, Nummer 11, Benjamin Boldo. Und mit der Nummer 12, ein Einheimischer aus dem Kanton Aargau, Staffelbach, Simon Erb. Das Trainergespann, der Trainer Fabio Kunz. Mit drei Beinen unterwegs, Daniel Pfluger, Co-Trainer aus Neuendorf. Und die Physiotherapeutin Daniela Fona. Ich bitte euch, noch einmal zu erheben, Mütze weg für die Nationalhymne der Schweiz. It doesn't work. The only way it's working is my personal account. I cannot go on the IFA account from here. I don't know why. I have it on mine. Mike Braune aus Deutschland. Er wird unterstützt an der Linie von Lukas Back und Freddy Steingruber aus der Schweiz. Bitte, Mike, übernimm die beiden Teams. Auslosung der Seiten- oder Ballwahl. Und dann in wenigen Augenblicken starten wir mit dem Spiel um Bronze an der Europameisterschaft 2017 hier in Kleindöttingen. Switzerland gewinnt die Auslosung, entscheidet sich für die Seite. Die Sonnenstand ist ganz hoch, zum Teil haben wir ein bisschen Wind. Rico Strassmann, der Captain, wählt die obere Spielhälfte. Und USA hat somit die Ballwahl und kann mit dem Service ins Spiel einsteigen. Speziell zu erwähnen für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, bei Amerika besteht die Möglichkeit mit der Nummer 5, Ryan Bambusch. Er hat Jahrgang 97, wäre in dem Fall 20 Jahre, also ein bisschen zu alt. Es gibt aber eine Regelung für alle Teams außerhalb Deutschland, Österreich, Schweiz, ist es erlaubt, mit Spielern anzutreten bis U21, dass man die Möglichkeit hat, hier auch ein Kontingent zusammenzustellen, wie wir gehört haben am Anfang. In Amerika ist Faustball verbreitet, aber nicht so stark verbreitet. Darum gibt es diese Ausnahmeregelung. Und Nummer 5, der Captain Ryan Bambusch, ist bereits 20 Jahre, aber darf hier mittun mit dieser Ausnahmeregelung des IFA. Starting five for the United States with number 2, Matt Brines. Number 3, Tommy Jankowski. Number 4, Ryan Lampman. Number 5, Ryan Bambusch. And number 7, Anish Sott. Und die Schweiz beginnt mit Nummer 4, Haller Björn. Nummer 6, Markus Butcher. Nummer 7, Mattis Martin. Der Captain Rico Strassmann. Und der Einheimische
aus Staffelbach mit der Nummer 12, Simon Erb. Ein nervöser Start Nummer 4. Let's go USA. Und der einheimische Simon Erb bringt hier den zweiten Punkt für die Schweiz. Das Kommando von Fabio Kunz, alles lang, hört er, Punkte im Halbfeld, 3:0 für die Schweiz. Bleibt hier in Kleindöttingen 4:0. First point for the boys of USA. Switzerland 4, USA 1. Good job.
Als Good Choice habe ich hier gehört, die Nummer 7, Anish Sodh, nutzt bereits den ersten Ball und bringt auf Schweizer Seite Björn Haller in Schwierigkeiten. Ball im Aus, 5:2 für die Schweiz. War angedacht, was ein kurz gespielter Ball. Bleibt im Netz hängen, Schweiz 6, USA 2. Dieser Ball im Netz, Simon Erb steigt, der Ball berührt das Netz, USA 3 points, Switzerland 6. Great defense, number 3 USA, Tommy Tchaikovsky. It is 8-3 for Switzerland. Teams bleiben unverändert. I'm watching it. Baseball.
Schweiz startet oder geht mit 9:3 nach dem Timeout in Führung. Fabio Kunz nimmt nun sein Timeout. Sieht man selten, einen Punkt nach USA nimmt die Schweiz ein Timeout. Aber ich denke, auch er wird wahrscheinlich die Zeit nutzen für einen Wechsel, wie angekündigt. Spielerwechsel darf man nur vornehmen, wenn man einen Fehler macht. Ich möchte jetzt die Zeit noch nutzen, um hier einem Spieler die Gelegenheit zu geben, ein Länderspiel mehr in seine Statistik einzutragen. Neu im Spiel vom Faustball Wittnau, Jahrgang 2001, John Kunz. Wendy's watching. Wendy's watching. Wendy's watching. Er ersetzt Nummer 6 aus Rivi, Markus Butcher. Neu im Spiel auf der Hintenrechtsposition, John Kunz mit der Nummer 5. To USA, 4 points in the first set. And on the service, number 7 from Switzerland, Mathis Bart. Wow, ganz fein. Eine Sprungangabe unterschritten, unerreichbar im 3-Meter-Raum. Bringt den 10. Punkt, somit 6 Satzbälle für die Schweiz. Ja, Trainer Fabio Kunz erwartet sie mutige Zuspiele. Mutig wäre dann aber, wenn der Ball 1 Meter am Netz ist. Der war auf 4 Meter. Schläge auf 4 Meter. Im heutigen Faustball schwierig, den Punkt hier zu machen. Hier ein Eigenfehler. 10:5 für die Schweiz. Abwehr von John Kunz bringt hier den ersten Satz in die Schweiz. 11:5. Satz Nummer 1 für Schweiz. Die Seiten werden gewechselt. Die Bedingungen weiterhin optimal. Leichter Wind. Die Sonne hält sich zurück. Optimal einen Sonntagnachmittag hier in Kleingöttingen im Kanton Aargau zu verbringen. Und um die Medaillen mitzufiebern, die Teams anzufeuern. Eine bronzene Auszeichnung ist bereits in der Schweiz bei den U18 Frauen. Die Männer liegen mit 1:0 in Führung. Co-Trainer aus der Schweiz, Daniel Pfluger, gibt die letzten Infos an John Kunz. Er bleibt auch im zweiten Satz auf der hinten Rechtsposition.
USA James in the second set, new in the game, with number one, Shane Malstas. Where are the fans from USA? Und Mathis Barth eröffnet wiederum mit einem unterschnittenen, kurzgespielten Ball. Bringt die Schweiz 1:0 in Führung. Einfach hier, dass wir hier dann auch schnell aufmachen, dass wir hier schnell raus können. Ja, ja, das hat schon. Der Platz hat so seine Tücken hier in Kleindörfingen. Eher stumpf, die Bälle müssen hoch zugespielt werden. Dieses Zuspiel kaschiert das Netz. Ausgleich! 1. Und die Nummer 7 spielt mit dem Mittelmann der Amerikaner, der Nummer 3, Tommy Langkowski. Er zieht ihn vor, jetzt wieder zurück. We have 2-2, 2:2. Udo Mehle, bitte, Score auf 2:2. Dieser Ball auf der Linie. Der Linienrichter zeigt blitzartig auf die Linie, was daneben ein Gut bedeutet. 3:2, Schweiz. Nice serve with number 7. I'm happy. The first point for any shot in the second set. Und die Schweiz wechselt aus. Wir begrüßen neuen Team mit der Nummer 3. Der jüngste ist auch der größte, Jahrgang 2002, zarte 15 Jahre, Pascal Cooper aus Elk. Direkt mit der Defensivarbeit.
Nice defense. And Gisbring the point for the first time on this match. USA go to the front now. USA 4, Switzerland 3. Willkommen im Spiel, Pascal Kupfer, 15, macht hier der Punkt gleich aus, Schweiz 4, USA 4. Simon Erb. Ricky Schweiz. Wieder in Front. 5 zu 4. Und Timeout. Timeout for USA. Vielleicht auch für unsere Zuschauer, der Schweizer Trainer Fabio Kunz an der Linie gibt er oft das Zeichen, ob dann die USA in X dasteht. X heißt eben die Aufstellung wie eine 5 auf einem Würfel, dass ein Spieler in der Mitte platziert ist. Das heißt, dann wären die kurzen Bälle nicht gut, dann eher den Mann mit der roten Kappe abschießen. Oder eben, wenn er sagt, niemand, heißt eigentlich, das Halbfeld ist offen und halblänge Bälle können gespielt werden. Der Punkt bleibt in der Schweiz. 2 Punkte Führung, 6 zu 4 für die Schweiz.